Hallo und willkommen beim Wissenschaffer. Kennt ihr das auch? Ihr habt eine Zwiebel, die wollt ihr schneiden für Pizza oder griechischen Salat, für irgendwas, für das man halt Zwiebeln braucht. Und ihr fangt an zu schneiden und ihr schneidet und schneidet und dann kurze Zeit später passiert das. Heulendes Elend in der Küche. Warum ist das so? Das ist Chemie. In dem Moment, wo wir schneiden, zerteilen wir die Zellwände und dann kommen zwei Stoffe zusammen, die vorher fein säuberlich getrennt waren. Ein Enzym und eine Aminosäure. Und die beiden reagieren zu Reizgas. Das Reizgas steigt auf, trifft in unsere Augen und wir müssen heulen. Das ist sowas wie eine Abwehrwaffe der Zwiebel gegen Fressfeinde. Also im Moment halt gerade für mich. Muss das so sein? Muss nicht so sein. Ich, euer Wissenschaftler, verrate euch Alltagstipps, wie ihr das verhindern könnt. Ihr nehmt die Zwiebel, steckt sie kurz ins Eisfach, so 10 Minuten, nicht eine Stunde, weil eine tiefgefrorene Zwiebel kann man nicht so gut schneiden, schmeckt auch nicht gut. Die nächste Möglichkeit ist, wir schneiden einfach unter Wasser, weil das Wasser verhindert, dass das Reizgas aufsteigt und wir müssen nicht heulen. Und wir haben noch einen Pro-Tipp für euch. Nehmt ganz einfach eine Taucherbrille. Funktioniert super. Sieht halt scheiße aus. Wenn ihr auch noch Pro-Tipps habt, bitte unten in die Kommentare. Tschüss, bis bald. Euer Wissenschaftler.